Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Infected. Ja, wir haben es früh am Morgen, ich kann es euch gerne mal zeigen, es ist Tag 6, wir haben es 5.38 Uhr und ich habe leider einen klitzekleinen Fehler gemacht und zwar habe ich nach dem letzten Ausflug nicht gespeichert. Das heißt im Klartext, wir haben, beziehungsweise ich habe hier an der Basis etwas weitergemacht, eigentlich nur zu Testzwecken mehr oder weniger. Und habe hier ein bisschen was an Konstruktionen versucht zu bauen. Und diese Konstruktionen sollten dann eigentlich dazu führen, dass wir... Jetzt muss ich mal gucken, das ist... Stein, Stein, Stein. Okay, dann werfe ich das mal raus. Ich tue das rein. Nee, warte mal, das bleibt mal da. Das tue ich mal hier in ganz kurz. Hat dann dazu geführt, dass ich festgestellt habe, irgendwann mal... Ich habe nach dem Ausflug nicht gespeichert. Und wir haben... die Zeit, ja, zwar nützlich verbracht, mehr oder weniger, aber, ja, es hätte halt irgendwie besser sein können, ne? So, den tue ich mal hier hinter. Den Knochenspeer, den ersten, komme ich mal hier hin. Das ist der bessere und der zweite hier ist ein bisschen schlechter. Ja, der hat nicht mehr so viel. Und, ja, dann habe ich, wo ich das festgestellt habe, habe ich dann beschlossen, na gut, jetzt ist sowieso das Kind in den Brunnen gefallen, da kannst du auch noch ein bisschen weitermachen. Und habe dann irgendwann das Spiel dann gespeichert um 3 Uhr nachts. Dann bin ich jetzt ins Spiel rein und wir haben kurz geschlafen, dass wir ein bisschen Energie haben. Und ja, und dann habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich hatte dann auch noch etwas probiert. Ich habe hier angefangen, ein bisschen testweise was zu bauen und dabei festgestellt, dass unsere Basis hier zu groß ist. Ich glaube, wenn hier 5 Mann kommen und darunter wird bestimmt auch ein Boss sein, kann ich das nicht halten. Ich kann es einfach nicht halten. Es ist zu viel, ja, zu viel, zu groß. Zu viel Palisaden, die ich bauen muss, zu viel Befestigung. Deswegen ist mein Plan eine Änderung. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Ich nehme jetzt hier Wände. Ja, die Wände kommen jetzt hier hin. Einmal, zweimal, dreimal. So, dann bauen wir hier, warte mal, eine Leiter, eine Treppe. Die kommt hier hin. Jawohl. Und die geht dann nach oben. Jetzt ist der Punkt, wir machen das so, dass, genau, hier kommt dann noch eine Tür rein. Und dann geht das hier nach oben. 1, 2 Stockwerke und dann kommt hier oben eine Plattform oben drüber. So wie hier ungefähr, ne? Dass das dann aussieht wie so eine, ja, wie ein Siedel hier, dieser Fernsehturm oder dieser Aussichtsturm, ne? So ein bisschen wird das werden, so 2, 3 Stockwerke und dann kommt das drüber. Und hier unten kann ich dann viel schmäler eine Verteidigungsgürtel bauen und das geht dann auch viel effizienter, weil ich dann nur die vielleicht ein Drittel der Ressourcen brauche, anstatt jetzt hier alles. Ja, so sieht's aus. Ihr seht doch, ich habe die Vegetation wieder weggenommen. Ich habe mir den ersten Teil nochmal angeschaut aufgrund eines Hinweises. Dafür meinen herzlichen Dank an den Zuschauer, der das bemängelt hat. Es ist mir nicht aufgefallen. Im Original ist es nicht zu sehen in der Aufnahme. Es ist auch beim Rendern bei mir nicht zu sehen. Es ist aber zu sehen bei YouTube. Und zwar, wenn ich mich bewege mit dem Quad oder auch mal so schnell, dann werden die Bäume unscharf und das extrem. Oder auch gewisse andere Sachen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht der Fall ist. Aber das ist auf alle Fälle ein Fakt. Und dem bin ich gerne nachgekommen und habe das jetzt verändert. Ich kann ja aufgrund des Fernsehers oder des Monitors nicht größer aufnehmen. Das macht sich, glaube ich, nicht so gut. Aber ich kann an der Qualität beim Rendern etwas tun. Und ich habe es schon testweise probiert und da verschwindet das Verschwimmen. In meiner Ansicht. Wie das dann bei YouTube aussieht, werden wir sehen. Das heißt aber auch, dass jedes Video, naja, doppelt bis fast dreimal, zweieinhalbmal so lange dauert. Im Rendern, im Hochladen und dann im Fertigwerden bei YouTube nochmal selber, wenn die das nochmal durchrendern. Ja, das ist natürlich wieder ein Punkt. Und natürlich, ja, die Speichermenge pro Video geht auch massiv nach oben. Ne? Aber okay, wenn es dem Video dann erträglicher ist oder anträglicher ist, dass es eben besser aussieht, ist das doch eine gute Sache. So, aber ich, nichtsdestotrotz habe ich die Nacht dann nochmal ein bisschen weitergemacht und gestern Nachmittag und habe hier
Wie gesagt, wir haben es jetzt 7 Uhr und habe dann hier Kisten nochmal nachgebaut. Ist 4 oder 5 Stück, ich weiß es jetzt nicht genau. Wir haben hier auf alle Fälle was für Kohle. Hier sind ein paar Erze drin. Da haben wir auch mittlerweile Möglichkeit, 5 Barren durchzulassen. Dann haben wir hier den Aluminiumbarren. Fertige Barren kommen hier rein und hier kommt Sonstiges rein. Wir haben nicht viel Nägel, aber gut, so ist es halt. Na? Dann haben wir hier Treibstoff. Das können wir übrigens auch nochmal vielleicht so ein bisschen hier rüberziehen. Na? So. Dass das dann irgendwie schick aussieht. Wir haben auch Biotreibstoff und Öl, das ist schon mal eine feine Sache. Wir haben Essen und da werde ich mich jetzt gleich gerne mal hier ein bisschen vollschlagen, dass das alles ein bisschen gut aussieht. So. Ja, und dann, weißt du was, ich mache gleich mal hier alles weg. Da sind wir erstmal gesättigt und das sieht dann richtig gut aus für uns. So, dann trinke ich noch einen Schluck. Können wir nicht, weil wir nichts haben. Dann nehmen wir das hier und ich mache das mal aus für den Moment. Wir trinken noch einen Schluck. Und ich nehme noch was mit. Wunderbar. Dann haben wir hier Medizin und da kann ich auch noch mal was rüber tun, weil ich denke, wir werden unterwegs was finden. Und dann müssen wir nicht so viel mitnehmen. Ich habe hier auch den Stoff und ich habe mal geschaut, wir können uns ja an der Werkbank für den Winter schon viele schöne Sachen machen, was Klamotten angeht. Also, wir bräuchten da hier noch mal ein bisschen Kevlar, das haben wir da. Tuch hätten wir auch da, kann ich herstellen, das geht ganz schnell. Bisschen Faser und ein bisschen Rindenmulch. Dann haben wir hier die Wärmejacke, den Wintermantel. Federn, kein Problem, haben wir da und Pflanzenfaser nochmal auch da. Und irgendwo war noch die Winterhose. Welche war es jetzt? Die Schneehose. Pflanzenfasern und Federn hätten wir auch da. Und damit haben wir schon Schuhe und die 2 Sachen. Und jetzt könnten wir nochmal gucken. Den Bauhelm, da bräuchte man Tuch, Kevlar und Kupferbarren. Ist auch eine feine Sache. Steht bei mir natürlich auch ganz oben auf der Agenda. Aber ich habe keinen Winterhut so direkt. Also ja. Aber das geht dann schon. Das ist besser als nichts. Im Endeffekt gehen die Winter ja. Das wie Schlimme sind dann die Winterstürme. Und das gerade, wenn du unterwegs bist, keine gute Idee. Trotzdem steht bei mir als nächstes erstmal der Schlachtertisch auf, weil ich den Bogen haben will. So, dann haben wir hier Lehm und Glas, habe ich geordnet. Und hier machen wir jetzt mal eine Kleidungskiste draus, weil ich keinen Kleiderständer habe. Der kostet nämlich wieder. Was schreibe ich da? Warte mal. So, Kleider. Kleidung wollte ich schreiben. Na gut, dann machen wir so. Und der kostet wieder Barren etc., die ich für andere Sachen wichtiger brauche, denn mein Ziel ist eigentlich jetzt so schnell wie möglich einen Extraktor noch zu bauen, dass wir an weitere Barren rankommen, besonders auch Aluminium, Kupfer etc. So jeden Tag ein bisschen was anderes herstellen und so, dass wir die ersten Barren haben für die ersten Sachen. Ja. Dann habe ich hier natürlich Kevlar, den nehmen wir gleich mal raus. Und wir ordnen das mal hier so, wunderbar. So, dann haben wir hier tierisches und pflanzliches. Und da können wir auch gerne mal was rausnehmen. Warte mal, da muss ich mal gucken. Das will ich weghaben. Genau, und da können wir mal hier an unseren Tisch gehen. So, wartet mal. Einmal mit I rein. Dann können wir hier in die Rezepte gehen. Dann gehen wir hier unten in Tuch, war hier. Fasern und Rindenmulch. Was habe ich genommen? Fasern und Rindenmulch. Warum willst du das nicht nehmen? Ich prüfe. Das ist es nicht. Tuch. Pflanzen. Warum gibst du kein Tuch hier? Kevlar ist Tuch, Plastik und Pflanzenfasern. Das ist ja auch nicht schlecht. Warte mal. Wieso zuckst du jetzt hier rum? Du hast das, das und das. Verstehe ich jetzt nicht. Du gibst es doch sonst auch so auf die Art. Am Webstuhl hergestellt werden, Pflanzenfasern und Tuch. Einmal draufdrücken. Dieser Gegenstand kann nicht vom Spieler hergestellt werden. Ach, bin ich hier nicht drinne? Entschuldigung. Ah, dann kann es natürlich nicht funktionieren. So, und dann könnt ihr hier drauf gehen auf den Herstellungsmaximierer. Und dann haben wir, ja, 24 Tücher. Feine Sache. Und das können wir gleich mal bei Kleidung reintun. Da gehört es auch hin. Und pflanzliches kommt wieder hier rüber. Wunderbar. Das können wir dann später mal ordnen. So sieht es erstmal aus. Unsere Werte sind top. Meine Waffen habe ich auch erstmal. Und ich würde weiterhin in die Stadt gehen und looten den Sommer über, dass wir Zeug zusammenbekommen. Ich würde das gerne bis Ende des Jahres so ein bisschen durchziehen. Einfach am Anfang so ein bisschen erhöhten Schwierigkeitsgrad. Und später werfen wir dann die Öfen an. Das heißt natürlich auch, wir kommen jetzt ein bisschen langsamer voran. Aber dafür looten wir halt die Städte durch, sage ich mal. An dieser Stelle nochmal meinen ganz herzlichen Dank, dass man das Schild hier umstellen kann. Das weiß ich nicht mehr, ob ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte oder was. Ich war immer der Meinung, du musst das alles abreißen, um das versetzen zu können.
Aber das ist natürlich nicht der Fall. Ich muss es abreißen und jetzt schaut oben links, dieser Landbesitzmast kann nicht gelöscht werden. Und das ist nämlich das, was ich dachte. Deswegen war ich da einen kleinen Fauxpas aufgesessen, mehr oder weniger. Und ja, kann man natürlich versetzen, aber du kannst ihn nicht löschen. Ne? Dafür musst du alles abreißen. So war es gewesen. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Trotzdem meinen herzlichen Dank für den Hinweis und auch meinen Dank an den anderen Zuschauer für die Probleme mit der Grafik. Wie gesagt, ich werde das alles da ein bisschen höherwertiger rendern und ich hoffe, dass wir das Problem damit aus der Welt schaffen. Für euch heißt das dann, ihr könnt dann nicht nur 1080 zu 720 auswählen mit 60 FPS, sondern 1440, sogar 2160 und das müsste dann ja 4K sein. So, wir schauen nochmal hier rein und wir schauen nochmal hier rein. Das sollte reichen. Wir wollen heute hier runterfahren. Ich möchte gerne nochmal dahin. Warum? Weil wir da letztens aufgehört haben und wir waren ja noch nicht durch. Deswegen meine Intention, wir schauen da einfach nochmal nach dem Rechten. Ja, der Tag hat mittlerweile jetzt schon ein paar Stunden auf der Uhr. Soll uns aber nicht stören. Denn für den Loot und für die Technologien müssen wir einfach ein bisschen was tun. Und das heißt, ab in die Städte. Ja, ein Bogen wäre absolut von Vorteil. Damit kann man manchmal schon den einen oder anderen ausschalten, bevor er einen erreicht. Denn bis jetzt hat man Glück, muss ich sagen. Denn wenn die nämlich nicht alleine kommen, sondern zu zweit, kann das eine kritische Situation werden. Na, und so schnell geht der Charakter leider auch nicht rückwärts. Ich habe auch kein Schild momentan. Da fehlen mir 15 Brocken. 12 habe ich da. Also mir fehlen noch 3. Nee, Quatsch, 25 brauchen wir. Entschuldigung. Und also es fehlen auf alle Fälle noch ein paar. Ne? Da müssen wir gucken, dass wir da in die Richtung kommen. Ja, looten würde ich jetzt, wie gesagt, die Stadt mit euch hier. Und ich mache jetzt nicht einen Tag looten, einen Tag bauen, weil den Sommer über, glaube ich, sind wir besser unterwegs, wenn wir uns hier einfach die Ressourcen holen, die wir brauchen, dass wir im Winter dann fest sind. Ne? Vor allen Dingen brauche ich die Barren, wie gesagt, ich will das am Anfang halt so spielen, dass das ein bisschen schwieriger ist. Natürlich könnte man die ganzen Ofen schon fertig haben. Das hätte ich gestern Nachmittag bis heute machen können, wenn wir das so gespielt hätten. Aber ja, so machen wir es ja nicht. Ja, mit der Schlachterbank nochmal. Ich weiß natürlich, dass die Schlachterbank es nicht ohne Grund gibt in der letzten Folge. Das ist natürlich klar. Aber ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob sie nicht vielleicht doch ein Leder oder so bringt, wenn wir das so machen. Ne? Brachte sie nicht und damit haben wir das auch geklärt. Ja, und da wir gerade die Kürbisse hier sehen, ist natürlich auch ganz wichtig für den Winter, dass wir die Kisten fertig bekommen für die Melonen und die Kürbisse. Die hier hinten hole ich mir jetzt nicht, aber hier ist noch eine kleine Melone, das wäre nochmal was. Dass wir da in die Richtung auf alle Fälle ja, ein bisschen was noch machen können. Weißt du was, ich tue mal hier das hier powern. Warum denn nicht, ne? Dann sind wir da auch fit und alles ist gut. Sehr schön. Werden wir in der Stadt sicherlich auch was finden. Wir sind natürlich nicht gepanzert und wir haben auch nicht den besten Speer. Deswegen müssen wir da alles ein bisschen vorsichtig vorgehen. Wir haben im Moment den zwei von den Knochenspeeren dabei und einen Steinspeer. Was genau die Werte sind, das weiß man ja nicht so. Also ich habe da noch nie was gefunden, wo man das mal nachlesen kann und wie man dann da vielleicht ein bisschen um die Runde kommt, aber dann ist es halt so. So, ich fahre mal hier hin. So, in dem Haus waren wir ja hier schon gewesen und ich würde jetzt nochmal hier reinschauen, denn das ist eigentlich so ein Ding, wo ich sage, das müssen wir eigentlich nicht mitnehmen. Das kriegt man dann später zuhauf. Deswegen würde ich es einfach mal hier wegwerfen. Ja. Und Wasser haben wir dabei. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Wir haben, das ist der Gute, dann kommt der Schlechte. Ja, und ich würde trotzdem mit den guten Speeren anfangen. Da läuft einer. Ja, die laufen hier allgemein ein bisschen, ne? Aber gut, was willst du machen? Irgendwo müssen sie ja auch laufen. Ja, wo laufen sie denn? So. Hier war letztens auch einer eigentlich. Der ist nicht mehr da, der ist dort. Jetzt kommt er hier rüber. Ja, das ist ja super. Ich sehe gar nichts gerade. Weißt du was? Ich gehe mal hier rein. Ich hoffe, dass ich keinen getriggert habe. Dann fange ich mal an, ne? Irgendwo muss man ja anfangen. Da waren wieder ein paar Nägel, das ist sehr gut. Prinzipiell nehme ich erstmal alles mit. Und den Rest schauen wir dann.
So, ja. Das ist natürlich ein bisschen groß, aber gut, so ist es halt. Das kommt dahin. Okay. Das haben wir. Das haben wir auch. Noch ein Nägelchen. Sehr gut. Ja, manchmal steht ja auch einer hier oben. Am Anfang war das früher so. Ich glaube, in der Version 12 war das noch so. Danach hat das dann nachgelassen, dass die in den Häusern stehen. Aber die machen ja eben auch die Türen auf, ne? Da musst du halt aufpassen. So, jetzt muss ich mal gucken. Na toll. So, ich glaube, das kann ich herstellen. Davon habe ich auch genug. So, dann war hier noch ein Sunny drin, genau. Okay, das hat man. Und die hat man auch. Das siehst du. Ja, voll ist immer noch nicht. Da läuft einer. Sehr gut. So, Federn kriege ich relativ, so gesehen, kriege ich schnell. Das muss ich jetzt nicht mitnehmen. Ja, das ist halt so eine Sache alles, ne? Was hat man hier noch drin? Das brauchen wir nicht. Und hier. Kann ich das drehen? Kriege ich das da mit? Jo. Sehr gut. Ich gucke einfach mal. Na, das brauche ich nicht. Warte mal, Leben brauche ich aber eigentlich auch nicht, ne? Brauche ich das denn? Tierfett, das ist eigentlich was für Verbände. Ist jetzt nicht unbedingt so der Brüller. Ja, und da hatten sie ihn, ne? Gut. Ja, ich gehe jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen was loswerden. Ja, so geht's auch mit dem Umweg hier, ne? Kannst du machen. Sehr gut. Okay, das Haus hat man, das Auto hat man. Das Haus hier vorne hat man noch nicht. Da sehe ich aber jetzt gerade auch keinen. Mensch, mach die Tür auf. So, hier waren wir fertig.
Hier waren wir überall drin. Yep. Wo sind die denn jetzt alle hin? Schleichen die mir hinterher? Ja, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Ja, das könnte man mal mitnehmen für die Pfeile eventuell. Das ist wichtig. So, dann ordnen wir das mal. Gut, haben wir. Gehen wir hier rein. Nehme ich mit. Da haben wir Konservendosen. Müssen wir es nicht selber herstellen. Und wenn wir mal irgendwann zu viel haben, können wir auch mal was verkaufen. Ne? So, Stahlbande der Mechanikteile. Da könnte man jetzt eigentlich schon was reintun. Ne? Aber das sparen wir uns mal. Jetzt sehe ich hier gar keinen mehr. Wo sind die denn hin? So, hier war ich glaube ich auch schon drin, ne? Hm. Das hat man mitgenommen. Machen wir mal hier einen Schnelldurchgang. So, sehr gut. Ist hier ein Stein zum drüber hüpfen? Ne. Ich guck mal hier hinten. Du kannst aber auch schön bauen, ne? Hast du gleich das Nachbardorf? Bist nie alleine. Ja, was wir jetzt nicht brauchen, das lassen wir gleich drin, ne? Ja, ich lasse das Lehm jetzt mal. Wir gucken mal, wenn ich es nicht unbedingt raushauen muss, können wir auch mal was mitnehmen, ne? Und da hat man schon das Problem. Ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir unbedingt die Lehmsachen da brauchen, aber naja, die Tür ist offen. Sehr gut, gehen wir hinten raus. Dann nehme ich lieber das Blei mit. Jetzt ist hier gar keiner mehr, ne? Ich glaube, die warten alle an meinem ATV, kann das sein? War ich hier schon drin? Nö. Stoff kann ich jetzt auch selber herstellen. Ich glaube, ich muss das mal wechseln gehen. Aber hier ist keiner mehr, ne? Ist auch nicht normal, oder? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach Mann. Ist das schon das letzte Haus?
Na eben. Die warten jetzt alle im ersten Stock auf mich. Kannst du drauf wetten? Hat man hier noch ein paar Schrauben drauf? Nee, ne? Nee. Ja, wir haben uns ja mit den Ressourcen verschiedene Sachen freigekauft, wie zum Beispiel den Webstuhl, ne? Und wenn wir den gebaut haben, dann können wir den auch nutzen. So war ja der Plan. Und finde das eigentlich so in Ordnung dann. So. Bam, 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 bam. Den Stein brauche ich nicht. Und wir haben wieder eine Technologie. Sehr gut. Da haben wir drei Stück. Ja. Da kannst du eigentlich so zufrieden sein, ne? Nee, brauche ich ja nicht. Quatsch. So, das nehmen wir mit. So, wir können aber trotzdem mal reinschauen in die Technologien. Wir haben Kühlschranktechnologie, brauche ich nicht. Solarmodul erstmal nicht. Haben wir keine Ressourcen dafür. Webstuhl haben wir. Lampen, feine Sache, haben wir keinen Strom. Herdtechnologie, da können wir was kochen drauf. Nicht schlecht. Ölsauger ist auch nicht schlecht. Weil die Ölbrocken können wir so organisieren. Und dann hätten wir Öl als eventuellen Treibstoff. So, Chemietisch ist natürlich eine total feine Sache. Die verbesserte Werkbanktechnologie. Ja, die wäre auch was. Das sind zwei Technologien schon. Wind haben wir noch nicht. Kreissäge. Dafür brauchen wir Treibstoff. Ist auch was Feines. Besonders wenn wir bauen. Damit hätten wir drei Technologien weg. Wasserhaus, Strom brauchen wir nicht. Ölpumpe brauchen wir nicht. Schmiede wäre auch eine Sache. Da sind wir bei vier. Dann, das wäre auch schön. Da brauchen wir Strom. Also ist das eher nichts. Dann die Extrahierer. Das ist natürlich eine feine Sache. Dann haben wir Mischer. Die waren ja auch wieder feine Sachen, ne? Da kriegen wir auf alle Fälle sehr viele Brocken raus. Die Schlachttechnologie, die ist auf alle Fälle wichtig. Ja, und Stall, das ist alles was für später. Also würde ich jetzt mal sagen, die Schlachttechnologie wäre etwas. Gestelle haben wir. Der schöne Ofen wäre auch was Feines. Brauchen wir aber, glaube ich, Ziegel. Ist was für später. Strom. Der Sägetisch ist eigentlich fein. Aber da brauchen wir wieder Barren, die wir nicht haben. Verbesserte Werkbank. Und die Chemietisch, die verbesserte Werkbank wäre, glaube ich, erstmal was. Die nehme ich nochmal mit. Und alles andere entscheiden wir später. So, dann haben wir das zumindest schon mal. Verbesserte Werkbank und Schlachtertisch auf jeden Fall. So, wo bin ich denn hier reingekommen? Aber dass hier gar keiner mehr rumrennt, das ist irgendwie putzig. Pass auf, und jetzt kurz bevor wir abhauen, krieg mal hier den Ramsbams voll. Ne, das ist bloß Lehm. Die sind nicht mehr da, ne? Komisch. Die sind bestimmt nach Hause gegangen, weil ich mit denen nicht gespielt habe. Dann ist das so. So, wie liegen wir denn in der Zeit? Ja, ich denke, eine halbe Stunde ist rum, ne? Der Ort ist erledigt. Ich würde sagen, wir fahren nach Hause, laden aus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Freunde, bedanke mich fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao, ciao. Auf bald.